Moin Moin, wir sind mal wieder für euch hier zusammengekommen mit einem sehr spannenden Thema. Wir überschreiben das Ganze mal mit Männerpension. Es wird eine illustre Runde geben. Erstmal herzlich willkommen Petra, Olli, schön, dass ihr da seid, Zeit hattet. Ihr seid ja eher so die Nachteulen und ich habe euch recht früh aus den Federn gezogen. Für mich ist er der frühe Vogel, bei euch ist es eher die späte Eule. Stellt euch doch gerne beide einmal kurz vor für unsere Zuschauer, damit sie wissen, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben. Ja, Ladies first. Immer. Ein bisschen Anstand muss sein, ne? Ja. Okay, ich bin Petra Knecht und bin meine größte Zeit auf der Reeperbahn. Du bist durch und durch Reeperbahn, oder? Kann man das so sagen? Ja, ziemlich lang Zeitraum, kann man so sagen. Ich mache jetzt 45 Jahre in der Umgebung. Ja, Wahnsinn. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen. Du hättest wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Geschichten zu erzählen. Ja, ich könnte Bücher schreiben. Da sprechen wir nochmal drüber. Lieber Olli, stell dich auch kurz vor. Ja, morgen. Mein Name ist Olli Zeriatke. Ich arbeite auch auf der Reeperbahn, lebe auf der Reeperbahn, habe aber auch drei erwachsene Töchter, also auch ein ganz normales, solides Leben. Es ist unglaublich, dass es auf der Reeperbahn noch Familie gibt. Ja, ne? Auch funktionierende Familie gibt. Auch das noch, funktioniert tatsächlich. Und ich habe in meinem Leben schon viel gemacht. Ich war eigentlich immer selbstständig, hatte zwischenzeitlich auch meine Solarfirma mit über 40 Leuten im Außendienst und. Was die wenigsten Leute auf St. Pauli wissen. Die Leute nehmen mich als Türsteher wahr, als Barkeeper wahr oder jetzt eben als neuer Betreiber von der Männerpension. Da erwischst du mich. Darum geht es ja heute, ums Regenbogenhaus, die Männerpension, was nicht unbedingt einmalig ist in einer Großstadt, aber schon sehr besonders. Petra, du hast das ja irgendwann mal übernommen. Was war die Intuition, sich so ein großes Projekt anzuhängen? Also das Regenbogenhaus umfasst 57 Einzelzimmer, so roundabout. Mhm. Und das müssen wir ja ein bisschen erklären. Und dort leben gestrandete Persönlichkeiten. Sagen wir es jetzt mal ganz grob so. Wir hätten gern einen dabei gehabt, aber ihr da draußen und wir haben halt auch Verständnis, dass die nicht unbedingt vor die Kamera möchten. Es ist euch also nicht gelungen, wie wir jetzt hier unschwer erkennen können, jemanden, der bei dir wohnt oder bei dir gewohnt hat, muss man ja jetzt sagen. Genau. Da kommen wir ja noch zu, hierher zu locken. Wie kam die Idee von dir zu sagen, ich mache das jetzt? Und wann? Da muss ich etwas ausholen. Und zwar, ich hatte nebendran eine Bierbar, auch mit Hotels, drei Stück an der Zahl. Das waren so Einzelhäuser nebeneinander. Und wo ich das übernommen habe, waren da auch schon Festmieter drin. So, und ich habe dann in der 35 Reeperbahn die erste Etage gemietet. Und habe da Festmieter, die bleiben wollten, da reingesetzt. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass die Eigentümerin damals dann ankam und sagte, sagen Sie mal, Herr und Frau Knecht, können Sie sich das nicht vorstellen, den Rest des Hauses auch noch zu mieten? Und dann habe ich gedacht, gute Idee, haben dieses gleich wahrgenommen, haben die Festmieter, die wir noch in dem Hotel damals hatten, alle mit rübergeholt und haben dann da so ein bisschen Tabula rasa, sage ich jetzt mal. Wir haben aufgeräumt, weil das Haus war sehr schlecht geführt. Ich will mich jetzt hier nicht in den Himmel heben, aber es war Tatsache so. Weil die Eigentümerin damals, die sagte schon, mein Gott, erste Etage, das läuft ja wirklich gut. Oh, okay. Und daraufhin kam sie natürlich, wollen Sie nicht auch den Rest? So fing ich damals 2007 an, bekam, also mit der ersten Etage, und bekam 6 Monate mietfrei. Ich durfte alles selber so renovieren, wie ich damals wollte. Okay. Also tapezieren und auch all so Kram eben, ne? Einrichtung. Genau, ganz was genau. Auch immer. Vorhänge. Richtig, zum Beispiel. Hängt immer Vorhänge auf. Genau, und dann so hat sich das dann entwickelt. Jetzt hast du wie viele Etagen gehabt? Wie hoch ist das Regenbogenhaus? 5. 5 Etagen. Mhm. Und da sind ja alles Persönlichkeiten drin, die es nicht so einfach im Leben hatten, haben, die niemals einen Vermieter finden würden, die sie so einfach aufnehmen, weil die haben halt einen schlechten Hintergrund, wahrscheinlich eine übelste Schufa.
straucheln hier und da mit Alkohol und Drogen. Und du stellst dich da in die Tür und sagst, ja, mir doch egal, das wird schon hinhauen. Wie ist die Idee dazu entstanden? War das schon immer so? Oder hast du gesagt, nö, das ist schon, das ist sichere Miete, ich kann mir sicher sein? Naja, sicher kann man sich ja nie sein. Aber ich habe schon oft oder viel in meinem Leben mit sozial Schwachen zu tun gehabt. Ich habe damals so Eckkneipen gehabt, wie man sie von früher kennt. So richtig, wo das Wohnzimmer noch die Kneipe war, ne? Und daher kannte ich eben viele sozial Schwache. Und ich bin so eingestellt, mein Gott, mir ging's auch mal schlecht im Leben. Und wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, wie schnell man auch hängen gelassen werden kann. Und in dieser Gesellschaft heutzutage ist das noch schwerer, wie jetzt zu meinen Zeiten früher. Und deswegen, also ich hatte da nie Probleme mit, ob jemand was hat oder nicht hat. Und ja, aber du stellst ja auch alles zur Verfügung. Vom Schrank alles. Über alles. Bett, alles. Tisch, zwar einfach. Richtig. Aber doch alles sehr ansprechend im Endeffekt. Die Zimmer sind auch alle sehr klein. Nicht alle. Nee, nicht alle, um Gottes Willen. Also wir sehen das ja auch hier im Hintergrund, da laufen so ein paar Bilder gleich auch durch. Das ist schon irgendwo ein bisschen mit Liebe gemacht. Ja. Das kann man nicht anders sagen, da merkt man die Frau im Hause. Ja. Hast du ein Problem, als Frau dazustehen? Oder hattest du, ich muss ja immer in der Vergangenheit reden, das fällt mir noch so schwer, weil das ist ja noch so frisch zwischen euch beiden. Das ist auch frisch. Das ist ganz frisch, ja, genau. Gerade eine Übergabe gemacht, du bist der Nachfolger. Da kommen wir aber gleich noch ausführlich zu. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das sind überwiegend Männer bei dir. Ich stell mir das nicht leicht vor. Es kommt immer drauf an, wie man reinruft, so schallt es hinaus. Also ich bin nie irgendwie großkotzig an diese Sache gegangen. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie diese Menschen fühlen. So, und ich wollte sie ja jetzt nicht noch treten, sondern man hört sich ihre Geschichte an. Sie erzählen und man kommt dann auch selbst in diese Geschichte mit rein. Und dann sagt man sich, ja mein Gott, wenn du wirklich möchtest, dann biete ich dir diese Chance, du brauchst keine Kaution bezahlen. Zumindest das ist ja bei mir auch ganz besonders. So ist du es. Du nimmst keine Rückhalte, also wenn der dir die Bude sozusagen zerlegt in einem Rausch, stehst du da mit den Kosten. Richtig. Und siehst zu, wie du das neu einrichten musst. Genau, das haben wir alle schon mal gehabt. Aber sicherlich, ich denke mir mal, da sind auch sicherlich auch negative Dinge richtig, passiert. Richtig, ganz genau. Aber deswegen gibt man ja die Hoffnung nicht auf. Und der größte Teil dieser Gesellschaft in diesem Haus ist doch sehr, sehr froh, dass sie wohnen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und dass sie Halt haben. Und das ist ja das, was ich ihnen immer gegeben habe. Ne? Ist egal, was für ein Problem da nun anstand. Ich war da, ich habe mit ihnen gesprochen, ich habe versucht, Wege einzuleiten, die sie vielleicht, oder wo sie alleine nicht drauf gekommen wären. Ne? Also du hast ihnen schon eine Hilfe in der Hand gegeben, wenn sie zum Beispiel einen Antrag für zum Beispiel Wohngeld oder was auch immer brauchten, dass du dann gesagt hast, komm, wir setzen uns hier hin, wir füllen das jetzt zusammen aus. Genau. Wie viel Zeit hat dich das gekostet? Manchmal sehr viel Zeit. Das muss man einfach so sagen, weil das ist, die nehmen dich ja dann auch Maß, sage ich jetzt mal. Sie wissen, du bist immer erreichbar, du bist die meiste Zeit direkt vor Ort. Und dann versuchen sie natürlich, alles Menschenmögliche dann auch zu erfragen. Die saugen einen dann auch teilweise so ein bisschen aus. Ne? Du bist ja nun auch verheiratet. Richtig. Was hat denn dein Mann dazu gesagt? Der wollte ja nicht vor die Kamera. Er sitzt hier und hört uns brav zu. Ja, genau. Der war ja auch immer im Hintergrund dabei. Der hat dich auch immer unterstützt. Was hat denn der oft gesagt? Da ging wieder das Telefon, es war wieder Not am Mann, du musstest wieder hin. Ja. Wie gab es da auch Konflikte privat? Ja, manchmal schon. Weil das ist ja so, du bist zu Hause, das Telefon klingelt. Was ist natürlich, mein Mann kommt von der Arbeit, man hat Essen gemacht. Weil wir haben ja auch ein normales Leben in dem Sinne, ne? So, und dann gerade willst du essen, dann klingelt das Telefon. Ja, Petra, wir haben hier eine Taube im Treppenhaus. Ich sag, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Ich sag, und deswegen ruft ihr an. Ja. Solche Späßchen. Kommt vor, ne? Es kommt vor, ja. Ich sag, dann müsst ihr die Tür nicht unten auflassen, ne? Ja, ja. So, und natürlich gab es solche Sachen, aber mein Mann war immer sehr, sehr verständnisvoll. Der stand auch immer hinter mir und auch hinter den Leuten, weil er hat die natürlich auch ins Herz geschlossen. Ich bin jetzt 35 Jahre mit meinem Mann zusammen und er kennt natürlich auch noch die Gastro-Geschichten, wo es die Eckkneipen, wie ich schon sagte, das kennt er alles und der weiß auch, wie ich da drinnen aufgehe. Das ist dein Ding.
das ist, ja genau, das ist eigentlich mein Ding. Ne? Aber der Wunsch, kürzer zu treten, der ist ja jetzt nicht so entstanden, sondern das ist ja ein recht langer Prozess gewesen, wo du gesagt hast, ich muss da jetzt recht raus. Gut 15 Jahre, es reicht. Und dann eben auch 35 Jahre und länger auch in der Gastronomie und immer nachts on, sag ich jetzt mal. Ja. Das ist ja auch so ein hartes Leben. Mhm. Wie kam das, dass du für dich irgendwann den Schlussstrich gezogen hast? Ja, also mit dem Gedanken spielt man natürlich, weil man sagt sich, du willst das ja nicht bis zum Umfallen machen. So, und ich hatte vor 2-3 Jahren schon mal dran gedacht, dass ich irgendwann mich verabschiede. Aber das zieht sich ja dann immer. Man redet und redet und denkt, oh, irgendwann wird's jetzt sein, aber mit einmal ist die Zeit wieder vorbei und schon wieder ist ein Jahr rum. Jetzt kam natürlich auch vieles dazu. Einmal im Privaten, Einbruch. Hm. Wir müssen selber auch raus aus der Wohnung. Hm. Auto geklaut. Oh Gott, oh Gott. Ja, man macht es gar nicht glauben und jeder, der draußen sitzt und würde vielleicht sagen, das kann doch nicht angehen. Doch, es ist so. Ohne Wenn und Aber. Und wie gesagt, dieser Brand im Dezember, der hat mir dann den Rest gegeben. Ich kann kaum drüber sprechen, weil es mich immer noch belastet. Ist ja auch erst gerade eigentlich vorbei. Ich meine, das ist, da geht ja was in Flammen auf, sag ich jetzt mal, wo man zig Jahre für geschuftet hat. Jedes Zimmer läuft, die Jungs untereinander, oder auch, es gibt ja auch eine Frau, so ist es nicht. Ja. Unterstützen sich gegenseitig, helfen sich gegenseitig. Es ist eine Community über die Jahre entstanden. Mhm. Und zack, brennt deine ganze Etage aus. Wir sehen auch dazu Bilder. Was geht da in einem vor? Erstmal gar nichts. Wo ich das die Nacht gehört hatte. Da bist du erstmal leer. Du weißt gar nicht, was ist da jetzt überhaupt geschehen. Ne? Und das Ärgerliche ist dabei, die Leute, die da schon lange wohnen, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Es dürfen zum Beispiel in den Kleinzimmern, sollen die Leute nicht kochen, was sie meistens auch nicht machen, weil sie haben Gemeinschaftsküchen. Ich wollte gerade sagen, dazu haben wir aber sicherlich auch schon das ein oder andere Bild gesehen. Ja, ja. Es gibt große Gemeinschaftsküchen auf den Etagen. Genau. Es gibt zusammen Aufenthaltsräume, wo die sich treffen können. Genau. Wenn du ein Tempo brauchst, sag Bescheid, ich hole dir alles eins. Gut. Ich springe für dich. Wir wischen das mal eben so weg, ne? Ja, ja, da sieht man mal, wie emotional das Ganze auch ist. Was da auch an Herzblut drin steckt, wenn das alles mal so eben in Rauch aufgeht innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Ne? Also es ist durch einen Bewohner entstanden, der Brand. Ja. 11 Tage hat er bei uns gewohnt. Und ich meine, man hat festgestellt, in welchem Zimmer es ausgebrochen ist. Wodurch direkt, weiß man nicht. Also technisch wurde ausgeschlossen. Hm. Irgendwas ist da passiert in dem Zimmer. Und das ist natürlich so eine Sache, alle anderen werden mit reingezogen, ohne dass sie da was für können. Und dann musste ja auch evakuiert werden, ne? Das ganze Haus wurde evakuiert. Ja. Es ging ja in die Sporthalle im Budapester Straße. Mhm. Da sind wir dann morgens dann auch erschienen und haben dann erstmal versucht, Halt zu geben. Weil man stand noch unter Schock. Ich habe das ja noch gar nicht so, ich konnte das noch gar nicht realisieren, ne? Ja, vor allen Dingen, ist da noch einer bei verletzt? Ja. Gibt's ganz schlimm Tote? Ja. Also normalerweise zieht da ja bei dir keiner freiwillig aus. Du hast mal gesagt in der Zeitung, die werden Fuß voran, werden rausgetragen. Ja. Die sind da einfach verwurzelt. Richtig. Und man weiß ja nicht, was passiert ist. Ne? Man ist ja selber nicht vor Ort. Das war, glaube ich, nachts. Richtig? Genau. Und zack, steht man da und... Hoffentlich ist da nichts passiert. Man kennt sie ja auch alle. Aber gut, es war jetzt ein Bewohner, der noch nicht so lange da war. Richtig, genau. Und wahrscheinlich Kerze, Herd, irgendwas, Wasserkocher, Feuerzeug. Whatever. Man kann es nicht sagen. Also, wie gesagt, da hat ermittelt die Kripo ja auch wohl noch. Immer noch. Ja, ja. Also, man muss sich das vorstellen. Es ist im Dezember passiert und es ist immer noch nicht abgeschlossen. Richtig. Und das war ja für dich so... Das I-Tüpfelchen, sag ich jetzt mal, wo das Fass dann wirklich endgültig übergelaufen ist. Nicht nur die privaten Probleme, die man mit sich rumträgt, die man versucht wegzustecken, sondern dann auch noch das Regenbogenhaus. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.